Babys, kommt her, damit wir den Part beginnen können. Kommt schon. Nein, jetzt kommt her. Nein. Okay, dann zwingt ihn doch ein. Nein. Ich möchte nicht. Jetzt geht auf geht's. Oh, herzlich willkommen zum Mario 2 zusammen durch die Zeit. Im letzten Part haben wir Professor Egypt den Splitter gezeigt und haben festgestellt, dass es ein Splitter von Kobaltstern ist. Und dieser Splitter reagiert anscheinend auf die Shrooms. Hat irgendwas mit ihnen zu tun. Und dadurch, als wir Kobaltstern später freigelassen haben, hat er uns also eine Zeitstrudel geöffnet und nun sind wir hier in diesem gruseligen Wald, wo den Toads in Lahn initiiert wird und dies dann zu Treibstoff für die Raumschiffe für die Schlüpps angestellt wird. Und nun ist unser Ziel, die Fabrik zu zerstören und einen weiteren Splitter einzusammeln. Also dann machen wir es mal weiter. So, hier ist jetzt auch ein Rätsel. Ich weiß gerade nicht mehr, wie genau das ging. Ist hier drin? Wilson! Mann! So. Hier ist nirgends was. Ah, ich glaube, ich weiß nicht. Ja! Ach Gott, nein. Das Rätsel ist ekelhaft. Das komplett mit den Babys machen. Dann mit den Großen hin. Und das wird dann hier drin gesammelt. So, nächster Block. Weil die sind ja alle in Untergrund. So, und. Oh. Man sammelt von der CP Dragon Ball einfach so eine Genki Dama. Ja, ich brauche noch ein bisschen mehr Energie, weil diese Energie wurde aktuell gesammelt, reicht noch nicht aus. Und wieder ballern! Gut! Alter, die Feuerblume ist so stark! I love it! So, weiter geht's. Boom! So. Und wieder Mario und Luigi, macht euren Job. Boom. Bald können wir diese gigantische Attacke abschießen. Hier. Nur noch eins. Und dann sind es. Und dann ist sie fertiggestellt. Bam! Stellen wir uns schon mal drunter. So. Aber der Untergrund ist echt gruselig, weil allein hier schon ist. Es ist ein toter Pilz, es sieht aus wie ein Totenkopf, aber ein bisschen so wie ein toter. Nee, einfach wie ein Totenkopf. Und das letzte. Oder fehlt noch eins? Schauen wir mal. Aber erst geben wir mal. Besiegen wir mal den da. Und jetzt kann ich noch schon wieder heißen. Elastopiranha. Ah, okay. Weil Piranha leider nicht draußen ist. Die Feuerblume leider nicht, deswegen müssen wir es mit dem Panzer machen. Weil die Röhren müsste sie hier eigentlich vom Feuer schützen. Ach nö. Hopp, strengt euch an! Ah, da ist's. Und die 2. Und die 3. Und die 4. Und die 5. Und die 6. Und die 7. Und die 8. Und die 9. Und die 10. Und die 11. Und die 12. Und die 13. Jetzt haben sie es hinbekommen, ey. Holy moly. Oh, du Level Up! The Baby Mario. Hier sind schöne Vier dabei. Hier eher nicht. Hier ist nur eine Vier dabei. Oh, 5 sogar. Nein! Als ob! Goddammit! Da war eine 5! Und das auch eine. Ah, jetzt ist eine 4. Geil! Schau dir mal, schneid dir einfach mal eine Scheibe ab, Baby Luigi. Ja, Baby Luigi, ich meine Baby Mario. Na, das so. Oh, doch, noch eine Flamme habe ich. Ich muss dir noch eine. Spirit Bomb! Are you ready? Oh yeah. Dann gehen wir wieder zurück. Und? Aber erst machen wir dich glatt. Können wir sie abschießen. Jetzt haben wir genug Energie gesammelt. Und
Und die 1 und 2 und die 3 und die 4 und die 5 und das 6 und das 7. Ich wollte 7 sagen! Was strengt euch an? Los, nochmal! Die Blätter sind voll! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7! Gib doch! Und weiter geht's! Give me the money! So, dann, wie kommen wir eigentlich wieder zurück? Ist das ein Traum gewesen, oder? Ja! Vorher müssen wir nämlich gemeinsam mit den Babys haben. Babys haben sie aktiviert, nicht ich. Fuck, er nimmt weiter, Waldbrand. Tschüss. Okay, nun können wir weiter in den Wald voranschreiten. Mal schauen, wie tief der Wald noch reingeht. Und wo dann die Fabrik ist. Tampf sind auf sogar noch. Tschüss. So, und runter da. Wie tief geht's noch in diesen Wald hinein? Oh, ich sehe schon die Fabrik. Okay. Aber er speichert mal. Schauen, was da steht. Obwohl. Warte. Nein. Wir warten noch mit den Speichern. Wir warten noch. Mit den Speichern. Warten wir noch. Obwohl. Nö. Ab jetzt. Yes! Oh, immer noch dasselbe. Die Macht der Vier ist unüberwindbar. Das Ziel ist jene Fabrik der Schwurms. Oh ja, das ist sie. Oh, ein Tod. Leg noch. Fabrik voraus. Ja, wir helfen dir, Tod. Wir werden die Fabrik stoppen, damit dir dein Land mehr entzogen werden kann. Oh, grüner Panzer, grüner Panzer, roter 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 Panzer, roter Panzer, roter Panzer, roter Panzer. Ich dachte schon gleich aus. Nein, das nicht. Bei ihr weiß ich nicht, wer angreift, deswegen spiele ich immer mit beiden. Also bei ihr hat es mir ausgedrückt. Verzieh es mir, schreib's bitte in die Kommentare. Ich hab nämlich keine Ahnung. So. Und ab geht's! Oh. Der Kampf könnte sogar länger dauern, aber ich schätze mir das Feuerblume ist halt gehen. Und da. Ah, hast du da nur einen Schaden ausgekontert? Bam! Hopp, nächster! Bam! Noch einer! Ach, der lebt noch! Einer soll da später kontert werden durch Verbrennung. Oh, er kann gar nicht angreifen durch Verbrennung. Wow! Das habe ich nicht gewusst. Weil immer etwas Neues. Oh, wir kriegen die Blossblume. Machen wir schon mal ein Bad. Nee. Schwierigkeit ist 5. Warte mal. Wir machen mal Geschwindigkeit ist 5. Nein! Oh Mann! Hopp, nächstes. Nochmal. Okay. Ist auch normal. Auch normal. Das ist 6! Oh. Wehe, ich krieg die 1, ey, ich schlag dich kaputt. Das kann doch nicht wahr sein! Ey, was ist das für gescriptet? Das kann mir keiner erzählen. Ah, ausgekontert. Und dann geht auch Luigi. Ausweichen. Perfekt. Am besten mache ich erstmal da die oberen. Und da. Bam!
schon mal kaputt. Und jetzt mal eine Grundpanzer, die Pflanze. Oh Gott! Ja, das ist schlecht. Okay, das machen wir mit normalen Attacken. Bam! Oh, 14 Schaden. Wir rasten halt aus. Und down. Und lassen wir uns mal weitergehen. Oh, noch ein Tod. Aber anscheinend kann man nicht nur. Bei ihm ist leider schon zu spät. Oh, perfekt reingeworfen. Gibt mir das Gold. Den haben wir vorhin ja gespielt, ne? Eine unbequeme Genius. Warte mal, was macht die? Was schauen. Was bringt denn die? Nein, nein. Unbequeme Jeans hat keinen Mehrwert. Obwohl sie das sehr gut. Die steigt die Verteidigung. Wow. Warte mal. Da gebe ich dir, damit du noch mehr Verteidigung hast. So. Und wir machen die andere. So, dann lass uns mal weitergehen. Schwimmt Ufos. Und da ist also die Fabrik. Wir kommen da nicht rein. Der Weg ist noch versperrt. Dann schauen wir mal an. Irgendwie müssen wir das Tor öffnen. Oh ne. Warte. Also mal die Gegner drauf. So. Ausgekontert. Machen wir das mal so. Anliegen. Und das machen wir jetzt mal. So. Gut gemacht. Und jetzt der noch. Halt jetzt mal bitte nicht verkacken. Ja. Perfekt. Und durch den Konter allein besiegt. Ja, läuft. Das hätte echt gar nicht laufen können. Ne, kommen die nicht hoch. Okay, dann geht ihr mal da rein. Oh, jetzt kommt das. Okay. Stellt ihr euch drauf. Vorwärts, vorwärts, vorwärts. Holen wir schnell diesen Block ab. Ein Sparorden. Schreck mich gleich. Nein, oh Gott. Fail. weiter geht's. Geht's denn da noch weiter? Nee. Machen wir die mal schnell platt. So, wie machen wir das am besten? Erstmal grüner Panzer gegen die. Oh Gott. Normaler Sprung. Und Konter. Weil den machen wir das hier nur durch den Konter platt. Und du machst jetzt die Sprünge. Ah, den geht immer noch. Weil jetzt muss ich nicht ein bisschen sparsamer sein mit dem Part. Weil hier könnte ich vielleicht brauchen für ernsthafte Situationen. Weil es mal knapp wird. Und dafür haben wir den einen Kumpel sogar zurück. Nice. Hab mich jetzt echt mal was interessiert. Ja. Und wieder zurück. So. Das hier war hier Endstation. Okay. Wir bräuchten die Babys. Kommt her. Und ich schmeiße euch jetzt erstmal ins Loch rein, ihr schon raus, dann ist. Zwei grüne Panzer. Cool. Und Geld.
Alter, nach dem Kapitel können wir so krass shoppen gehen. So. Perfekt. Wenn es die schon mal aktiviert. Anscheinend sind die gut für den Eingang. Drei Rossblumen. Nice. Reisetipps. Sollten sich während einer Wanderung Blätter befinden, die zu hoch gelegen sind, so kann ein Sprung mit einem Baby auf dem Rücken Abhilfe schaffen. Das Baby soll dann am höchsten Punkt des Sprunges selbst in die Luft springen, wenn das Timing passt, kann auch höher gelegene Blöcke erreicht werden. Tod vor Spruce-Büro. Oh. Danke mal zu dem Tipp. Aber das habe ich ja schon gewusst. Komm her. Jetzt hat. Da reicht ein normaler Sprung bei den Typen. Dann. Nein, wir sind niemand! So. Aber vielleicht funktioniert es immer besser. Im besten Fall. Gib die Fett! Ach, ne, 30, okay. Ich mach aber die Fett. Oh, sogar wie ich mache. Kriegen sie jetzt alle in Level ab? Oh, das sind so viele Fünfer. Nein! Ey! Oh Mann! Ach, gut, ne, 3. So, weiter geht's. Noch ein Toadie eingefroren und bam! Die Kämpfe lasse ich jetzt aber alle drin, weil da hat man wenigstens ein Part, weil sonst ist das ein bisschen leer und langweilig. Ich sag, wenn die Kämpfe viel zu viele werden, dann mache ich so, aber so viel ist halt nicht mal, oder? Gebt mir halt mal das Feedback in den Kommentaren, ob das euch so passt oder nicht. Da! Wenn er sagt, schneid sie lieber raus, dann schneide ich sie wieder raus. Das ist ja bei mir vor zwei Parts. War das Beste, wo es sind relativ viele geworden. Wenn nicht, dann ist es sicher. Das hier war das Video. Ganz euch. Mir ist es so und so recht. Bam. Und mit dem grünen Panzer wieder. Oh, und Luigi hat sein Level up. So. Verteidigung. Nee. Geschwindigkeit, Klasse 5. Ach, die 3 ist auch ganz okay. Mit der bin ich mich vollkommen zufrieden. So, weiter geht's. Ach, da ist der Knopf. Das ist nicht zählt. Seht das nicht? Okay, dann machen wir es jetzt so. Wieso zählt das nicht? Wieso kann ich nicht runter? Und hopps. Hopps. Weiter, weiter, weiter. Ah. Wir müssen hier wieder zurückgehen. Und jetzt. So. Jump. Jump. So. Back to the end. Nach oben. Jetzt. So. Wie wissen, müssen wir dann über die Röhre holen können. Jopp. Und das ist das letzte. Und dann können wir auf in die Fabrik. Bam! 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 So, Mechanismus aktiviert.
Nun sollten wir in die Verbindung kehren. Ja, perfekt. So, noch ein One-Up-Pilz. Und dann machen wir hier mal Schluss. Also, wie gesagt, wie immer, lasst eine positive Bewertung da, weil es euch gefallen hat, und einen Kommentar für immer fürs Feedback, und um nichts zu verpassen, lassen ein Abo noch bei mir, und wir sehen uns dann das nächste Mal bei Mario und Luigi zusammen durch die Zeit. Ciao!